17:15 und wir legen los jetzt mit Brisant. Möglicherweise kommt jetzt Bewegung in einen spektakulären Mordfall, der tatsächlich schon 23 Jahre zurückliegt. Es ist der Tod von Claudia Ruf aus Hämmerden. Ein fröhliches Mädchen mit blonden Haaren und Pipi Langstrumpflächeln. So wurde sie beschrieben damals. Der Fall hat für große Bestürzung gesorgt, auch weil er nie ganz aufgeklärt werden konnte. Doch jetzt gibt es einen neuen Ansatz und es gibt einen ganz emotionalen Appell. Der kommt vom Vater. Also da bleiben wir unbedingt dran. Wir gucken auf Gleiche in Brisant. Hart durchgegriffen hat ein Busfahrer, weil er nämlich einen Jungen erziehen wollte. Hat er eine Vollbremsung hingelegt? Die Frage ist, darf er das so erziehen auf die rabiate Tour? Reden wir drüber gleich hier in der Sendung. So, und jetzt wird's bei uns goldig. Ja, Gold ist ja gerade das heiße Ding. Wenn man Geld anlegen möchte, gilt ja als gute, sichere Anlage. Dachte sich wohl auch ein junger Mann mit einem Hang zu krimineller Energie, wie wir jetzt wissen zumindest. Und nach dieser Geschichte gilt mal wieder der gute alte Spruch. Gold ist schön und glänzt hübsch, aber man muss eben doch aufpassen. Der Goldjunge war nämlich am Ende gar keiner, wie heute das Amtsgericht Göttingen in seinem Urteil festgestellt hat. So, jetzt geht es ums Thema Schönheit. Da würden ja auch viele vieles für hergeben. Und gerade für schöne Lippen würden viele Frauen so manches geben. Und heute kann man der Natur ja auch so ein bisschen nachhelfen. Es gibt Spritzen für sowas. Und so ein Angebot hat eine Frau über die sozialen Netzwerke gemacht. Und das hat sie offenbar sehr überzeugend getan. Es haben sich nämlich ganz viele Frauen gemeldet. Leider war das Ergebnis dann nicht so toll. Im Gegenteil, die Frauen sahen gruselig aus. Und deshalb gibt es jetzt einen großen Prozess. Dann gibt es heute noch einen strittigen Vorfall in einem Bus und da geht es ums Thema Erziehung. Erziehung ist ja das, von dem die anderen glauben, dass sie es besser können. Und tatsächlich gibt es ja auch, müssen wir sagen, ungezogene Kinder. Und die Frage ist ja, darf man die dann maßregeln oder dürfen das eigentlich wirklich nur Eltern? Ein Busfahrer hat sich da entschieden, und zwar, dass er das darf. Und er hat zu einer rabiaten Methode gegriffen. Das wird nun aber doch sehr scharf diskutiert. Sonst seid ihr immer unsere Engel. So, jetzt kommt dieser kleine Kerl hier, der rüttelt hier gerade jemanden so richtig wach. Und dass er das macht, das ist gut so. Und warum, das erfahren wir jetzt. Und zwar durch Luise und ihren Hund. Der ist nämlich nicht nur ihr treuer Freund, da sehen wir die beiden und natürlich auch ständiger Begleiter. Obwohl Luise ist 15, da macht man ja gern auch mal was alleine. Aber der Hund von Luise ist ganz wichtig, der kann nämlich ganz, ganz viel. Er ist sozusagen ihr Lebensretter. Wie das geht und was das mit Luises Diabetes zu tun hat, das hören wir jetzt. Ja, und nicht nur Hunde sind so tolle Helfer, auch andere Tiere. Das gilt auch für Pferde, für Katzen, tatsächlich sogar für Alpakas. Auch die können Therapietiere sein und Krankheiten erkennen oder da helfen. Wie das Ganze so funktioniert, gucken Sie einfach mal auf brisant.de. So, und jetzt gibt's was ganz Verrücktes. Das schaffen die nie. Unter diesem Motto sind zwei Moderationskollegen vom Bayerischen Rundfunk für ARD Alpha angetreten. Ariane Alter und Sebastian Meinberg, so heißen sie. Und jetzt zeigen wir mal, was die Challenge war. Ja, aber bitte besser so nicht an die Straße stellen. So, wir gucken auf die Prominenz. Was machen die so an diesem Freitag? Russell Crowe haben wir da. Der hat gerade so ein bisschen Ärger. Und zwar mit den Nachbarn. Die ganze Geschichte hören wir gleich. Und dann haben wir noch einen verrückten Spaß. Den gibt es gerade im Netz. Und zwar, wie gut sind sie als Freddie Mercury? Da kann man sich testen, sich gleich bewerten lassen. Sehr lustig. Schauen wir uns jetzt an. Jetzt geht's los. Russell Crowe, der hat gerade so ein bisschen Ärger und zwar mit einem seiner Häuschen. Also es ist eher sein Zweitzuhause und es ist auch nicht so ganz klein. Es steht in Australien, dort wo es eben gerade ernste Sache, die Buschbrände gibt. Aber nicht das Feuer allein macht ihm Probleme. Erklären wir jetzt. Also möglicherweise da doch alles gut. So, wir gucken jetzt auf ihren Spaß aus dem Netz und zwar das Freddy-Meter. Klingt lustig und das ist es tatsächlich auch. Es hat zu tun mit diesem Mann hier, also Freddie Mercury und seiner Wahnsinnsstimme. Die müssen wir jetzt natürlich mal hören. Ja, der Mann in Original klingt so. Genau. So, und diese Stimme, die versuchen nun Menschen zu imitieren, ist nicht so leicht, aber es gibt schon viele, die es versucht haben. Wir hören mal rein. Ja, oder man probiert es einfach und macht mal mit. Sie können ja mal schauen, wie viel Freddy in Ihnen steckt. Also wir hätten die Infos auf brisant.de und wenn Sie mögen, schicken Sie uns einfach das Video über die sozialen Medien. Wir haben heute auch schon gesungen, also wir haben auch schon ein bisschen Gaga gespielt heute.
Dann wurde ein Riesengeheimnis gemacht heute, und zwar um einen großen Termin in Schweden. Unsere Kollegen dort wussten nur, es ist was Großes, und sie ahnen es jetzt genau, es hat mit ABBA zu tun und tatsächlich auch noch mit ihr, mit Astrid Lindgren. Also zwei Ikonen aus Schweden, also neben den Einbauregalen. Und tatsächlich wurde das Geheimnis dann gelüftet und alle Fans von ABBA und Astrid Lindgren können sich freuen, es kommt da was sehr Hübsches. So, ich bin gleich wieder Kind, aber wir machen jetzt doch noch mal was für die Großen. Ist schön, wenn es im Tatort auch mal so laufen kann, mit Amore, wenn sich zwei wiederfinden, die es nicht erwartet hätten. In diesem Fall trifft Ulrike Volkerts aus dem Tatort auf Ben Becker. Die sind sich auch im wahren Leben sehr zugetan und im Tatort eben noch ein bisschen mehr. Ich sag mal, es gab da noch ein freies Bett, aber sollen die mal selber erzählen. Und was daraus wird, Tatort gucken, Sonntag, 20.15 Uhr. Wenn Superstars sich zum Kino verabreden, dann muss es wirklich einen guten Grund geben. Und den sehen wir jetzt. So, und jetzt Sie, liebe Aglaya, du weißt, wir sind Fans, aber der Nachname Šiškovits, ich hoffe, ich hab's richtig. Aglaya, beliebtes Schauspielgesicht, im Ersten eigentlich wirklich gar nicht mehr wegzudenken. Und bei uns zeigt sie heute ihr neues Zuhause. Wir haben ganz toll geplaudert über ihre zwei Jungs, wie das denn so ist, wenn man sie loslassen muss in die Welt und ihnen am liebsten eigentlich noch die Vorhänge bügeln würde. Ja, so sind wir eben manchmal, wir Mamas. Guck, das macht doch Lust auf mehr. 20.15 Uhr, also gibt's den Film. Eigentlich können Sie gleich dranbleiben. Wir sind nämlich pünktlich fertig und übergeben jetzt an Kai Pflaume mit Wer weiß denn sowas. Da sind Stefan Ross und Cimino Rossi heute zu Gast. Also die könnten es auch zu Ende singen. Da wünschen wir viel Spaß und wir gern morgen wieder. 17.10 Uhr. Tschüss.